Hallo Jens, warum bist du heute hier in Magdeburg? Ja, hallo. Wir sind heute in Magdeburg zum ersten nordostdeutschen Jugendtreffen der Sparten Carambol und Kegel. Und das Ganze dient der ersten Zusammenkunft seit ganz, ganz vielen Jahren der hiesigen Jugendlichen. Ja, Jens, und was ist die Zielsetzung des heutigen Treffens? Die Zielsetzung ist, die Aktivitäten der deutschen Billardjugend insgesamt voranzubringen, vor allen Dingen in diesem Falle den Jugendregionalspielbetrieb ins Leben zu rufen. Und da es im Carambolkegel ganz schwierig ist, Mannschaften zusammenzubringen, von einem Verein werden hier Kegelspieler und Carambolspieler zusammengeführt, um Möglichkeiten zu prüfen, wie wir das gemeinsam über die Bühne bekommen können. Welche Chancen siehst du denn in Anbetracht des heutigen Treffens für die Zukunft, für den Billardsport und insbesondere für Carambol und Kegel? Das ist sehr gut gefragt. Es bietet natürlich zum einen ein größeres Angebot für die bestehenden Jugendlichen, aber ich verspreche mir auch davon, wenn die Jugendlichen mehr über ihre Erlebnisse erzählen, dass dann auch aus dem Freundeskreis hier oder da neue Jugendliche gewonnen werden können. Auch und gerade für Carambol und Kegel. Ich habe hier sehr viel Spaß. Wir spielen in drei Disziplinen: einmal Treiber, Kegel, Euro und einmal Carambol. Freie Partie auf dem kleinen Tisch und Treiber wird auf dem großen Tisch gespielt. Ich bin Nick Hage, Jugendsportler im SPV. Und ich freue mich, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben. Es ist schön, mal wieder andere Jugendsportler zu sehen und mit denen zu spielen und einfach einen Tag Spaß zu haben zusammen und alle mal wieder das Köhlen in die Hand zu nehmen und einfach ein bisschen zu stoßen. Und es macht sehr viel Spaß hier und hoffentlich gibt es sowas in Zukunft nochmal. So, ich habe jetzt den Vorsitzenden der Sächsischen Billardjugend bei mir, den Tim Hake. Tim, was hat dich heute verschlagen, dass du heute hier hingekommen bist, nach Magdeburg? Also einen großen Anteil hast du natürlich mit deiner neuen Motivation in deinem Amt. Du hast natürlich die ganzen Landesverbände auch wachgerüttelt, mit neuen Methoden mehr in der Jugendarbeit zu leisten. Deswegen hatte ich mich mit dem Jens Schumann, mit dem Jugendwart Carambol Kegel zusammengesetzt und einfach überlegt, wie kriegt man das umgesetzt mit deinen neuen Maßnahmen, die du an den Start gebracht hast, und sind jetzt oder haben uns haben beschlossen, dass wir mit Brandenburg, mit Thüringen, mit Sachsen-Anhalt und mit Sachsen gemeinsame Maßnahmen machen, damit wir im Prinzip auch eine attraktive Teilnehmerzahl erreichen, und das jetzt hier in Magdeburg soll der Anfang sein von der neuen Zusammenarbeit. Musik